erscheint zunächst eine theoretische Einführung ins Thema. Was meint der gemeine Teutone mit dieser Begrüßungsformel? Wo kommst du her? Hinter dieser Frage verbirgt sich kein wohlmeinendes Interesse. Um die germanische Denkweise zu veranschaulichen, verwende ich den neandertalischen Satzbau. Wo kommst du her bedeutet, du nicht weißt. Weil du nicht weißt, du nicht sein kannst Deutsch. Also, wo kommst du her? Ich sein weiß, ich schon vorher hier. Du gekommen später. Weil ich schon vorher hier, ich mehr Rechte. Außerdem impliziert die Frage, wo kommst du her? Gleich die zweite Frage, und wann gehst du wieder zurück? Natürlich müssen die Strategien der POC-Guerilla-Kampf gegen die weiße westliche Hegemonie verbreitet werden. Also hier sind sie, meine Top 5, die 5 besten Antworten auf die kolonial gefärbte Frage. Wo kommst du her? Platz 5. Wo kommst du her? Aus Berlin. Und du? Und dann frage ich die Frage aus. Nach ihren Eltern, Großeltern, Schwägerinnen väterlicherseits, angeheirateten Großtanten und Cousins dritten Grades. Ich betreibe intensive Armforschung bis in die 12. Generation. Wenn die Leute dann ihren arischen Stamm bis auf die Unterhose vor mir ausgebreitet haben, keimt bei ihnen manchmal noch die Hoffnung auf, auch von mir zu erfahren, woher ich komme. Doch wenn sie ihre Frage wiederholen, dann sage ich nur kühl, das sei viel zu persönlich, ich gebe keine Auskunft über meine kulturelle Herkunft.